habe dann einen Unfall gehabt. Ich bin im Auto ausgewichen, bin in den Graben gefallen, habe mir beide Fersenbeine gebrochen, also schlimm gesplittert auch, und wusste in dem Moment, Laufen ist vorbei. Ich bin von Hamburg nach Shanghai als Marathon gelaufen, jeden Tag 60, 80 Kilometer durch 8 Länder. Ich wollte Vorurteile abbauen, indem ich durch diese 8 Länder gelaufen bin und zeige, wie die Realität dort ist, und junge Menschen animieren, ihren Lebenstraum zu verwirklichen und den auch in die Tat umzusetzen. Für viele war das so, oh Gott, jetzt so kurz vom Ziel, 1200 Kilometer vom Ziel, und jetzt muss er da aufgeben. Also ich sehe es wirklich als Spiegel unseres Lebens, da kannst du auch nicht einfach sagen, ich habe keine Lust mehr, ich schmeiß jetzt hin. Was würde das bedeuten? Und so wäre ich auch nicht das Vorbild, das ich für meinen Kleinen sein will. Ne, man kann einfach hinschmeißen, wenn es zu unbequem wird. So funktioniert unser Leben nicht. Ne? Wir können nicht einfach unser Leben hinschmeißen. Für mich war ja klar, nee, aufgeben kommt nicht in Frage. Also entweder gehe ich mit dem Rollstuhl weiter oder ich krabbel oder keine Ahnung. Das wusste ich da noch nicht, aber ich wusste, es geht irgendwie weiter. Wenn ich mit dem die Treppe runtergehe, der zieht sich, also der wird richtig stechend krampfig. Ja, zufrieden bin ich, wenn ich wieder Marathon laufen kann oder irgendwie schmerzfrei gehen kann. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber Herr Rauscher ist einer der behandelnder Menschen, die halt auch sagt, nee, also die Chance, dass es wieder wird, ist schon da. Ich bin mit ihm und mit dem, wie er es macht, sehr zufrieden. Jetzt geht es darum, die Belastbarkeit des Gewebes, die bei Null war, als er hier anfing und im Rollstuhl kam, auf das Niveau eines joggenden Menschen zurückzuführen. Okay, das wird gleich wackeln. Die Nachbehandlung einer so schwerwiegenden Verletzung erfordert eine intensive Therapie mit einem kontinuierlichen Behandlungsaufbau, immer abhängig von der aktuellen Wundheilungsphase. Daher ist es sehr wichtig, dass die einzelnen Fachabteilungen der Chirurgen, Orthopäden, Osteologen und Therapeuten eng verzahnt zusammenarbeiten. Dies ist unsere große Stärke in der Asklepios Klinik St. Georg und führt letztendlich dazu, dass der Patient schneller wieder auf die Beine kommt. Es dauert jetzt einfach. Wir haben das Gehen in unserem Leben auch nicht so schnell gelernt. Das dauert einfach. Ich muss meine Füße wieder in Gang kriegen und ich muss mir einen vernünftigen Job suchen. Das ist auch die Verantwortung der Familie gegenüber. Ich kann jetzt nur mit noch mehr Rückgrat den Leuten sagen, es gibt immer eine Lösung. Und je schneller du dich wieder positiv stimmst, umso schneller findest du die.